Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René von teachdich.de. Ich zeige dir heute 7 Online-Business-Modelle, die du ohne Startkapital starten kannst. Du kannst also online Geld verdienen ohne Startkapital. Für eine Sache brauchst du ein kleines bisschen Startkapital, aber das ist eigentlich zu vernachlässigen. Alle diese Online-Business-Modelle, die ich dir jetzt vorstellen werde, betreibe ich selbst. Einige werfen mir mehr Geld ab, einige werfen mir weniger Geld ab. Betreibe das alles auch nebenberuflich und deswegen kannst du das auch nebenberuflich starten. Ich habe wirklich diejenigen Businessmodelle jetzt ausgewählt, die du ohne weiteres nebenberuflich oder nebenbei starten kannst, mit denen du nebenbei online Geld verdienen kannst. Aber lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir gleich mal an. Du siehst es schon hinter mir, das Shopify. Was ist Shopify? Mit Shopify kannst du deinen eigenen Online-Shop aufbauen. Viele bauen mit Shopify ein Dropshipping-Business auf. Ich nutze Shopify allerdings als Print-on-Demand-Business. Also ich habe Shopify verbunden mit Printful. Das ist ein Print-on-Demand-Anbieter. Ich biete hier also Hoodies, T-Shirts, Tassen und sonstige Dinge an, die ich nicht irgendwo im Lager liegen habe, sondern diese ganzen Produkte liegen bei Printful, bei diesem Anbieter im Lager. Und die werden mit meinen Designs, die ich auf meiner Webseite jetzt eben anbiete, erst bedruckt, wenn jemand auf meine Website kommt, etwas kauft. Dann geht der Auftrag zu Printful. Die sitzen in Lettland und dort wird das Ganze dann gedruckt und wird direkt zum Kunden verschickt. Ich habe damit mit dieser Abwicklung erstmal nichts mehr zu tun. Ich muss nur dafür sorgen, dass der Kunde eine Rechnung bekommt. Ich bezahle den Rohling, also zum Beispiel das T-Shirt, das blanke T-Shirt, bezahle ich Printful. Kostet mich zum Beispiel 15 Euro. Und wenn jemand dann das T-Shirt für 25 Euro kauft, mache ich 10 Euro Gewinn. Hier musst du natürlich dann noch auf die Mehrwertsteuer achten, die du abziehen musst. Aber so mal plakativ dargestellt, so funktioniert dieses ganze Businessmodell. Ich habe Shopify kürzlich gegründet, habe kürzlich meinen ersten Shopify-Shop eröffnet, um das Ganze einmal zu testen. Und ich kann dir sagen, es ist nicht schwierig und das bekommst du ganz, ganz locker hin. Ich habe dazu auch ein schönes YouTube-Video gemacht. Das geht über eine Stunde. Eine wirkliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, in der ich den ganzen Prozess einmal durchgehe. Von der Anmeldung, die Kreierung des Shops mit den ganzen Themes und was alles dazugehört, mit den Farben, alles, was du da einstellen kannst, aber auch wichtige Zahlungseinstellungen, wie du das verbindest mit Printful. Also dazu habe ich, wie gesagt, ein schönes YouTube-Video, das kannst du dir gerne mal anschauen, verlinke ich dir in der Infobox. Shopify kostet monatlich, ich glaube, 28 Dollar im normalen Basic Plan oder so. Also diese knapp 30 Euro, 30 Dollar, die kannst du im Grunde genommen vernachlässigen. Das zähle ich jetzt mal nicht als Startkapital. Alles andere ist hier kostenlos. Du hast ganz viele kostenlose Apps, die du dir in den Shopify-Shop reinholen kannst. Und du kannst hier wirklich ein echtes Business, ein echtes Geschäft aufbauen, ohne Ware, die du zu Hause liegen hast oder irgendwo, ohne Lager, ohne Lagerkosten, die dann dazugehören. Also alles nimmt dir Shopify ab und die verschiedenen Anbieter, die du dann hinzuholen kannst, wie zum Beispiel Printful. Ich kann dir sehr empfehlen, das mal anzugucken und darüber nachzudenken, so einen Shopify-Shop zu eröffnen. Was ist hier der Nachteil? Du musst natürlich, wenn du einen eigenen Shop hast, eine eigene Website, musst du natürlich Traffic drauf bekommen. Wenn niemand auf deine Website kommt, gibt es auch keine Verkäufe. Deshalb musst du dich auskennen mit Facebook-Ads oder Google-Ads. Also du musst Werbung schalten oder du musst versuchen, dann organisch irgendwie zu ranken in Google, was aber ein bisschen schwieriger ist. Wenn du allerdings schon eine Followerschaft hast, also wenn du auf Insta oder auf Facebook eine große Seite hast oder viele Follower oder auf YouTube, dann kannst du die natürlich auch zu deinem Shop schicken und dann brauchst du kein Geld für Werbung ausgeben oder nicht so viel Geld für Werbung zumindest ausgeben. Die zweite Möglichkeit, online Geld zu verdienen, zeige ich dir hier. Das ist einmal das KDP-Portal. Also ich habe es auch in vielen, vielen verschiedenen anderen Videos schon mal angesprochen. Ich habe eigene E-Books, verdiene auch mit den E-Books Monat für Monat Geld. Das ist eine sehr schöne Einnahmequelle, die ich dir sehr empfehlen kann. Probier es aus. Melde dich hier an im KDP, kdp.amazon.de oder .com. Melde dich einfach mal an, erstelle dein erstes E-Book oder lass es erstellen und formatiere das Ganze, lad es hoch. Es ist nicht schwierig. Dazu habe ich auch viele verschiedene Videos, die du dir angucken kannst und auf meiner Plattform teachdich.de auch Schritt-für-Schritt-Anleitung, Schritt-für-Schritt-Kurse, wie das geht. Auch wenn viele sagen, das E-Book-Business ist nicht mehr so lukrativ, ist tot. Nein, ich kann das Gegenteil behaupten. Also es funktioniert sehr gut. Nicht nur E-Books, auch Taschenbücher, die du hier erstellen kannst. Also du kannst auch ganz leicht aus deinem E-Book ein Taschenbuch machen, das Ganze verkaufen und dann kannst du auch Monat für Monat ein passives Einkommen erwirtschaften. Das ist kein großes Problem.
solltest du dir unbedingt anschauen. Hat Riesenpotenzial. Du musst am Anfang hier auch Arbeit reinstecken. Du wirst nicht über Nacht Millionär damit, aber wenn du dir nach und nach deine E-Books aufbaust zu verschiedenen Nischenthemen, dann kannst du dir ein sehr schönes passives Einkommen generieren, was dir über die nächsten Jahre dann auf alle Fälle Geld abwirft. Also das ist auf alle Fälle ein sehr heißer Tipp von mir. Die dritte Möglichkeit, die ich auch nutze, siehst du hier, einmal udemy.com. Udemy ist eine Plattform, auf der du deine eigenen Online-Videokurse hochladen kannst. Ich weiß, Videokurse erstellen und hochladen, das ist nicht für jeden was. Also nicht jeder möchte vor der Kamera stehen, ist mir schon ganz klar. Du kannst aber auch Kurse erstellen, in denen du nur PowerPoint-Slides abfilmst und dazu sprichst. Wenn du irgendetwas kannst, was andere nicht können, dann solltest du das auf alle Fälle meines Erachtens in Videokursen festhalten. Das kann von Excel, also alles Mögliche sein oder Angeln, Kochen, Backen. Es gibt hier wirklich viele verschiedene Kurse auf Udemy. Also für alles gibt es einen Markt und ist eben immer nur die Frage, wie groß der Markt ist. Das ist logisch. Aber es gibt für alles einen Markt. Ich kann dir sehr empfehlen, die Plattform Udemy auszuprobieren. Ich habe 4 Videokurse aktuell auf Udemy hochgeladen und Monat für Monat kriege ich jetzt mittlerweile auch ganzes Stück über $100, also diesen Monat könnte es in Richtung $200 sogar gehen. Das ist dann wirklich passives Einkommen, was Monat für Monat reinkommt. Dein Kurs sollte mindestens eine Stunde lang sein, am besten 2, 3 oder 4 Stunden. 10 Stunden ist natürlich ganz super, dann verkauft er sie wahrscheinlich noch besser. Aber selbst mit kürzeren Kursen, so 2-Stunden-Kursen, kannst du hier schon ordentliches Geld auf Udemy verdienen. Udemy ist eine der größten Plattformen, wenn es darum geht, Online-Kurse zu vertreiben, Online-Kurse anzubieten. Gerade im deutschsprachigen Markt gibt es noch sehr, sehr wenig Anbieter. Also es gibt da noch Skillshare und Bitdegree und andere Anbieter. Auf denen kannst du aber aktuell nur englischsprachige Kurse hochladen. Der deutsche Markt für Online-Videokurse ist immer noch sehr klein. Auch wenn jetzt viele beginnen, Online-Kurse zu erstellen, ist der Markt dennoch sehr klein. Und du solltest wirklich darüber nachdenken, hier einzusteigen, weil es noch viel zu holen gibt aktuell. Die nächste Möglichkeit ist natürlich ein YouTube-Kanal. Ja, wirst du jetzt vielleicht auch wieder sagen, ich bin nicht der Typ, der vor der Kamera steht, aber wie ich auch eben schon angesprochen habe, du kannst auch Bilder zusammenschneiden, kannst dazu sprechen. Also ich habe auch viele YouTube-Kollegen oder Freunde, die so Videos erstellen, die mittlerweile 2000, 3000 Abonnenten haben, die sehr gut ankommen. Wenn du irgendein Hobby hast oder ein Thema, das dich sehr interessiert, warum erstellst du dann nicht einfach einen YouTube-Kanal dazu? Du kannst das Ganze verbinden mit Affiliate-Marketing und kannst dann damit Geld verdienen. Du kannst unter deinen Videos Links posten oder auch einen Link zu deiner Website zum Beispiel und kannst Leute dahin bringen, kannst damit Geld verdienen. Oder auch, wenn du 1000 Subscriber hast und 4000 Stunden Watchtime, dann wird dein YouTube-Kanal monetarisiert und du bekommst für jeden Klick ein paar Cent. Und das kann sich dann auch lohnen, wenn du mehr und mehr Follower hast, wenn du mehr und mehr Aufrufe hast. Dann kannst du hier auch monatliche Einkünfte von mehreren hundert, vielleicht sogar 1000 oder mehreren 1000 Euro, wenn du richtig groß wirst, erwirtschaften. Das ist auch nicht das große Problem. Zumindest ein paar hundert Euro fallen hier auf alle Fälle ab. Und du kannst das ja auch verbinden, wenn du zum Beispiel Bücher hast, wenn du Videokurse hast, kannst du die unter deinen Videos dann verlinken, erzeugst zusätzlich Traffic, dann schließt sich der Kreis und dann baust du dir eine richtige Geldmaschine auf oder ein schönes Business, was in sich schlüssig ist und was sich gegenseitig dann antreibt. Also das sollte dann das Ziel sein am Ende. Auch eine schöne Möglichkeit, um online Geld zu verdienen, die es schon lange gibt und die immer noch aktuell ist, ist deinen eigenen Blog aufzubauen. Ich habe hier keinen Blog, sondern eine Online-Akademie, teachdich.de, auf der ich meine Kurse hoste. Das mache ich mit teachable.com, mit dieser Plattformlösung. Du kannst hier aber auch einen Blog daraus machen oder du kannst mit WordPress einen Blog aufbauen, behandelst dann wieder Themen, die dich interessieren, zu denen du was sagen kannst, schreibst einzelne Blogartikel. Ich werde hier zukünftig auch noch Blog-Einträge haben. Ich werde aus meinen ganzen YouTube-Videos, so ist zumindest der Plan, Blogs machen, also das Ganze verschriftlichen lassen, eine Transkription erstellen und dann auf die Plattform hier hochladen, damit man noch zusätzlich ein bisschen was durchlesen kann und weitere Informationen bekommt. Ansonsten habe ich hier auch meine Online-Kurse auf meiner Plattform, die ich hier verkaufe, auch eine Mitgliedschaft. Und ja, wie du siehst, sind die relativ günstig, also hier 4,5 Stunden Content für 39 Euro. Und ich habe auch Rabattcoupons. Ich verlinke dir einfach mal unter dem Video hier einen 50% Rabattcoupon, kriegst du das nochmal für die Hälfte. Wie man E-Books schreibt, wie Affiliate Marketing mit Amazon funktioniert, wie man eigene Online-Kurse erstellt. Also ich habe ja ganz viele verschiedene Kurse, die ich wirklich noch im Moment sehr, sehr, sehr günstig anbiete. Auch für Schüler und Studenten ist das wirklich ein Preis, den man bezahlen kann.
Aber genug der Eigenwerbung. So ein Blog oder so eine eigene Plattform lohnt sich immer noch und wird sich in den nächsten Jahren auch lohnen, weil du eben auch über Google gefunden wirst, wenn jemand auf deine Seite kommt und du hast irgendwas anzubieten, du hast irgendwelche Dienstleistungen, die du anbietest. Oder du informierst einfach mit deinem Blog ganz, ganz viele Leute und bietest Mehrwert, kannst dann natürlich noch Affiliate-Links mit einbauen und kannst dir so eine passive Einkommensquelle aufbauen, die, wenn du viele Blogs schreibst, natürlich nicht ganz passiv ist, sondern du musst natürlich deine Arbeit reinstecken und musst die Texte schreiben, kannst sie aber auch schreiben lassen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, bei der du aber Geld in die Hand nehmen musst. Ich habe es jetzt schon mehrfach angesprochen, Affiliate-Marketing. Da ist natürlich ganz groß das Amazon-Partnerprogramm. Sehr einfach, sich dort anzumelden. partnernet.amazon.de kannst du dich anmelden und du wirst dann Amazon-Partner. Du kannst die komplette Produktpalette von Amazon bewerben, bekommst Links, wenn dann jemand auf den Link draufklickt und auch zu Amazon kommt und kauft sich ein Produkt aus deiner Kategorie, die du beworben hast, kriegst du bis zu 12% Provision. Für Einsteiger ganz gut geeignetes Amazon-Partnerprogramm. In Verbindung mit YouTube, eigenen Blog, alles, was ich eben gesagt habe, kannst du hier ohne Startkapital ganz einfach online Geld verdienen. Die einzige Herausforderung ist immer der Traffic, also Leute dazu zu bringen, auf deine Website zu kommen, auf deinen Link zu klicken. Du solltest mit dem Link nicht irgendwelche Facebook-Foren oder Facebook-Websites oder Gruppen zuspammen. Also da wirst du ganz schnell gebannt und bist dann raus und verbrannt sozusagen, sondern du solltest mit Mehrwert, mit Content das Ganze verknüpfen, wie ich es eben schon beschrieben habe. Und dann wird dein Affiliate-Marketing-Business auch erfolgreich werden. Es gibt noch andere Plattformen, awin.com, auch eine ganz große Plattform, auf der viele große Firmen Affiliate-Partner suchen. Wenn du dich hier anmeldest, hast du gleich den Zugriff zu diesen ganzen großen Firmen und kannst dich per Klick dort bewerben. Das geht ganz, ganz schnell und wirst dann wahrscheinlich auch in 99% der Fälle angenommen. Kannst dann Produkte bewerben aus verschiedenen Kategorien, also Reise, Finanzen, alles, was du dir vorstellen kannst. Rollator, Treppenlift, zu welchen Themen du auch immer Content liefern kannst und dann diesen Affiliate-Link reinpackst. Also zu allen diesen Themen kannst du hier große Firmen finden, die dir Provisionen bezahlen. Die werden dann noch höher sein als 10%, 20, 30, 40, vielleicht sogar 50%. Ich habe auch Affiliate-Programme mit 50%, kriege ich dann pro Verkauf jedes Mal 50% Provision und das ist wirklich schon ein ordentlicher Batzen Geld. Also da lohnt sich Affiliate-Marketing auf alle Fälle. Eine weitere Plattform, adsell.de, die hatte ich auch schon mal vorgestellt. Hier kannst du dich auch bewerben, genau wie auf Awin. Das ist jetzt ein deutscher Anbieter und mit dem habe ich auch sehr gute Erfahrungen. Hier bewerbe ich auch einige Programme und ja, adsell.de kann ich auch eben sehr weiterempfehlen. Hier siehst du schon Expert und also große Firmen, Zinspilot, alle möglichen großen Firmen suchen auch hier Affiliate-Partner und da kannst du dich ganz einfach bewerben per Drag and Drop oder per Klick und dann bist du drin. Und genau wie auf Awin kannst du dann auch eine Provision erhalten, die höher ist als 1, 2 oder 10%. Je nach Programm, je nach Firma, die dort Affiliate-Partner sucht. Aber schau dir AdSell auf alle Fälle mal an. Verlinke ich auch mal unter dem Video. Ansonsten eine weitere Möglichkeit, Online-Geld zu verdienen ohne Startkapital, ist als Freelancer. Auf Fiverr.com zum Beispiel kannst du deine Dienstleistung anbieten. Kannst du gut schreiben, also Texte schreiben oder kannst du gut Suchmaschinenoptimierung, kannst du gut programmieren. Also hier kannst du dich als Freelancer, als Freiberufler anmelden, kannst deine Dienstleistungen anbieten und wenn jemand deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte, dann bucht er dich und dann stellt er dir eine Anfrage und das Ganze läuft über Fiverr dann ab, Treuhand, mit Treuhandfunktionen und wenn der Auftraggeber zufrieden ist mit der Dienstleistung, die du geliefert hast, dann bekommst du auch dein Geld und Fiverr nimmt nur eine ganz kleine Provision. Also schau dir Fiverr.com unbedingt mal an, wenn du solche Fähigkeiten hast, wenn du solche kleinen Tasks, wenn du kleine Aufgaben so zwischendurch mal erledigst und kriegst 20, 30 Euro, dann ist das ja auch nicht schlecht, wenn du gerade Zeit hast, wenn du gerade nicht weißt, was du machen sollst und hast Aufträge drin oder hast mögliche Aufträge, kannst du die annehmen, abarbeiten und kannst nebenbei Online-Geld verdienen. Also auch von zu Hause aus, von überall auf der Welt, alle die Dinge, die ich genannt habe bis jetzt, kannst du von überall auf der Welt mit einem Laptop und mit der Internetverbindung durchführen und brauchst wenig oder fast gar kein Startkapital. Die letzte Plattform, die auch noch zum Bereich Freelancing gehört oder selbstständig, freiberuflich, ist Upwork. Aus meiner Erfahrung ist hier die Qualität ein bisschen höher im Vergleich zu Fiverr.com. Schau es dir mal an, Upwork oder Fiverr, wenn du Dienstleistungen anzubieten hast, wenn du so Online-Geld verdienen möchtest.
Wenn du tiefer in die Materie einsteigen möchtest, wenn du wirklich Schritt für Schritt wissen möchtest, wie man sich ein Kindle E-Book aufbaut oder Online-Kurse erstellt oder Amazon Affiliate Marketing, wie man sich da anmeldet, wie das alles funktioniert, wie man damit Geld verdienen kann, wie man Affiliate-Links einbindet in seine Website, dann kann ich dir meine Kurse empfehlen. Ich habe es eben schon gesagt, ich verlinke dir unten mal die 50% Rabattcoupons. Dann kriegst du die wirklich ganz, 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 ganz günstig und viel Content. Schau auf teachdich.de einfach mal vorbei, würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst und das Glöckchen aktivierst, damit du nichts mehr verpasst. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut.